Überraschung! Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Rar. Nun, jetzt ist es da. Nein, nicht die Leute unter Strom setzen. Ich weiß, du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Nicht die Art von Herausforderung, die ich haben möchte. Wie können wir hier... Ah! Geht das auch wieder aus, oder? Ach, das geht ja mal an und... Schock. Das geht ja mal an und aus, aber es geht ja gar nicht aus. Oder müssen wir uns irgendwie nach oben? Können wir hier irgendwo nach oben? Nee, nach oben können wir auch nicht. Das ist alles... da drüben können wir was ausmachen. Machen wir mal da was aus. Vielleicht hilft das, ja? So. Einmal... Oder? Vielleicht hilft das, ja. Mach mal aus hier. Ausmachen. Wahrscheinlich sterbe ich gerade. Ich sterbe gerade. Nein, nicht ausmachen. Geh weg. Wie gehe ich von diesen Schockdingern hier weg? Geh einfach hier rüber. Nicht sterben. Batman, nicht sterben. Geh doch hier weg. Ich kann hier überhaupt nichts machen. Was soll ich denn hier tun? Sobald ich da rausgehe, bin ich tot. Wie mache ich die aus? Ich muss nach oben, ja. Nach oben ist ein guter Tipp. Vorhersage, ja, das bringt hier bei dem Spiel wenig, glaube ich, Vorhersagen zu machen. Aber ich kann doch mich dann nirgendwo dranhängen, da oben. Ja, da oben sind die anderen Vögel. Ich hätte wahrscheinlich um die Ecke noch rumgehen müssen, weil wenn ich jetzt rausgehe, bin ich eh tot. Das ist klar. Doch, er kann sich noch hochziehen, ja! Wir dürfen uns halt nicht mehr treffen lassen. Sagt er und wurde getroffen. So, wir drücken das einfach jetzt früher und dann klappt das auch. Oh, den haben wir gegen die Wand gehauen. Gegen die elektrische. Das fand er nicht so lustig. Nein, da kam der... aufrecht sitzen. Da kam der üble Schlag. Hilf dem Fledermaus-Baby doch mal hoch. Okay, da hat's kurz gedauert. Der Witz von den Harley war auf Drabo-Niveau. Ich fand den auch sehr schockierend, den Witz. So. Ja. Holger ist jetzt auch schon da. Holger Rüst, der Echte. Schön, dass du mit dabei bist. Ich dreh mich nochmal. Und wir boxen jetzt die anderen Kollegen hier. So, jetzt auch mit voller Lebensenergie läuft's auf jeden Fall besser. Ihr macht hier keinen Alarm. Oh, fällt der schon von alleine runter? Ne, der fällt nicht von alleine runter. Ich dachte, den kriegen wir so von alleine. Ah, Batman drückt doch in die andere Richtung, Mensch. So, nice. Oh, der ist gleich... Also Batman, ich weiß ja nicht, aber wenn der da so bewusstlos die ganze Zeit in diesem Schockding hier drin liegt, ich glaube, das würde ihm nicht so gut bekommen, aber... Was hab ich schon für eine Ahnung? Batman tötet ja nicht. Batman ist Sad Man. Ja, fast. Und noch mehr von euch. Ja, schön. Habe richtig Bock drauf hier auf euch. Da muss ich sagen, also kämpfen hat ist immer lustig hier in dem Spiel. Also vorausgesetzt, man hat auch ein bisschen Lebensenergie. So ganz ohne Lebensenergie wie gerade eben ist ein bisschen doof, aber... Okay, ich habe jetzt verstanden, ich muss das sobald drücken, sobald es aufleuchtet. Dieses, Kontern. Und nicht erst kurz noch warten, um irgendeinen perfekten Konter zu kriegen oder sowas. So. Oh, ausgewichen. Schön. Den auch nochmal kaputt machen. Selbiges gilt für den da. Und den auch noch. Oh ja, soll auch schmerzhaft sein. Ja, Harley Cyrus ist hier am Start. War es so leicht, wie es aussah? Naja, es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Das werden wir ja sehen. Ausrufezeichen Streamplan in den Chat, dann weißt du, wie lange ich noch streame. Im Streamplan steht das nämlich alles schön drinne. Oh, gehen wir mal hier weiter. Ich höre auch schon wieder was Schönes hier. Ach, ein paar Gebisse sind auch wieder unterwegs. Wir haben hier eine Riddler-Herausforderung abgeschlossen. Jetzt hier noch irgendwas zu analysieren oder so. Ah, nee, aber dafür gibt es ein Tonband hier. Wunderbar, was gibt's da zu hören? Sie würden das wohl nicht so sehen. Und Sie, Miss Cassidy,
fahren jeden Abend mit dem Fahrstuhl zu ihrer Wohnung, öffnen die 6 Schlösser zum Apartment 433 und erinnern sich daran, wieder mal vergessen zu haben, Katzenfutter zu kaufen. Woher weißt du das? Dann setzen sie sich auf ihren runden Lieblingsstuhl, die Katze auf dem Schoß und warten, dass was passiert. Ich kann was passieren lassen, Sarah. Oh ja, mit dem werden wir wahrscheinlich noch unser Vergnügen bald haben. Das war so ein Typ mit so einem Messer, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Ah, hier, das ist ein guter Tipp. Hier kann ich das wahrscheinlich ausschalten hier, oder? Ah, hier kann ich das ausschalten. Zesterox, herzlich willkommen. So, da wird's heller. Ah, okay, dann kriegt man's aber... Ja gut, dann geht es relativ schnell mit dem Ausschalten. Jetzt verstehe ich das auch. Sehr gut. Beruhigungssystem deaktiviert. Beruhigungssystem, das bringt einen um, von wegen Beruhigungssystem. Spiel halt der Story-Add-on von Marvel's Avengers noch. Ich glaube, ich spiele das Spiel wieder, wenn wieder was zu Spider-Man rauskommt. Ich glaube, vorher habe ich da momentan nicht so die Motivation, das nochmal zu spielen. Dankeschön, Dominik, fürs Trinkgeld. Einmal nochmal die Herzen in den Chat für ihn und dann gucken wir mal weiter hier. Ach, hier geht es einen Weg nach unten. Folgen wir dem Weg nach unten. Dazu müssen wir aber erstmal den Dingern hier folgen. Wo gehen die hoch? Wo gehen die hoch? Ah, da oben ist auch der Kasten. Die haben hier definitiv was auf dem Kasten. Oh, ich sehe schon, wir müssen sehr, sehr viel. Habe ich die Waffe an der Wand gesehen? Was war mit der Waffe an der Wand? Erstmal in die Richtung. So, wo wird's heller? Da wird's heller. Waffe an der Wand, da war irgendwie, weil ich habe es aus dem Augenwinkel, habe ich gerade die Waffe an der Wand gesehen. Aber ich gucke sie mir nochmal an. Wenn du sagst, die ist sehenswert, dann gucke ich die mir nochmal an, die Waffe hier. Da war die Waffe. Ja, das ist so eine Tommy Gun. Was steht denn da überhaupt dran? Das kann ich nicht lesen, was da dran steht. Auf jeden Fall eine schöne Waffe, auf jeden Fall. Nicht Two-Face so ein Ding gehabt? Irgendjemand hat doch so eine mal gehabt. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendeiner hat mal so eine gehabt. Die kommt mir so bekannt vor. Scarface! Ah, Scarface, wusste doch. Irgend so ein Face-Typ hatte so eine. Scannen soll ich die auch noch? Na dann, scannen wir die natürlich noch gerne. Objekt verdeckt. Ah. Ach, der Bauchredner, deswegen die 2 Stimmen. Ah, der Bauchredner. Ah, ich verstehe. Was ist an der Waffe schön? Ja, das ist halt so eine Tommy Gun, ist das. Dominik, was ist los mit dir? Danke für die 100 Bits. Dankeschön, Dankeschön. Herzen in den Chat. So, mir gefällt es jetzt hier unten auf jeden Fall deutlich besser, wenn ich hier durchlaufen kann, ohne sofort immer schockiert zu werden. Macht das Ganze irgendwie angenehmer. Es geht da irgendwie in den anderen Raum rüber. Ist hier irgendwo der Kasten dafür? Ne, der Kasten ist irgendwie nicht hier. Okay, ne, hier scheint der Kasten nicht zu sein. Mysteriös. Na gut, wir werden... Ah, okay, wieder dafür. Ah, das ist der Kasten wahrscheinlich, oder? Ne, das ist der Kasten für hier. Machen wir trotzdem mal auf, wenn wir schon hier da sind. Hier wird kein Kasten zurückgelaufen. Zurückgelaufen, ja. Das ist, wenn ich so halb im Chat lese und dann was sagen will. Weil im Chat gerade schon läuft bei mir. So, oh, 1 Millimeter noch, 1 Millimeter noch. Ah, gerade eben hatte ich es doch schon. Gerade eben war doch alles schon im grünen Bereich. Jetzt haben wir es wieder. Nice. So, Philipp Herberle, herzlich willkommen. So, ich trinke noch mal einen. Prost auf euch. So. Können wir hier auf jeden Fall durch. Das ist wahrscheinlich der neue Weg. Ah Gott, hier steht schon überall wieder. Irgendwie schockierende Sachen stehen hier schon wieder. Da drüben sind noch 2 Gegner. Muss ich jetzt eigentlich darüber oder... Welchen Weg muss ich hier einschlagen? Es gibt so viele mögliche Wege. Hier geht's wahrscheinlich bloß wieder raus, oder? Ah, ne, hier geht's so rüber und... Ah, ne, da geht's rüber. Da geht's hier in so einen anderen Raum nochmal. Ah, gucken wir nochmal hier rüber, wer sich hier freut, uns zu sehen. Ah, endlich schön, wieder in die Gegner reinschlagen zu können, auch richtig. Und nicht nur hier die ganze Zeit hier im Verteidigungsmodus zu sein. Ich habe schon Glück gehabt, dass da noch die ganzen Zwischensequenzen kamen. Dadurch musste ich... Ah, da war was. Da habe ich was von Riddler gesehen. Ah, schön. Ein Schlag und die sind auf dem Boden. Zack. Easy, völlig entspannt hier mit denen. So, einmal die Riddler-Trophäe noch genommen. So mag ich das doch. Oh, da sieht man auch, was die Schönes hier alles an ihre Wände gemalt haben. Da kriegst du wahrscheinlich Angst, wenn du das dir anschaust. Was in den verrückten Händen, Köpfen los ist. Hier können wir noch weiter nach oben. Gehen wir mal hier nach oben. Kommen wir da auch durch? Ich denke schon. Möchte ich mal nur von YouTube leben? Nö, möchte ich nicht. Könnte sogar von YouTube leben, aber das möchte ich nicht.
Das möchte ich nicht. Ich möchte lieber einen normalen Job haben und das alles weiter als Hobby machen können. Nope. Da sind noch welche drinne. Irgendwie gibt's hier sehr viele Wege. Ups, wir haben hier Rocky Win und der Hype Train ist auch schon wieder am Start. Rocky for Win. Vielen Dank für deinen Drabomorner Stufe 1. Na dann. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und DX Streams ebenfalls. Vielen Dank für deinen Drabomorner Stufe 1. Vielen Dank, dass ihr Drabu Padawane geworden seid. Okay, da geht's nicht weiter. Also einmal ganz fleißig die Herzen in den Chat und dann viel Spaß beim Hype Train. Hype, Hype. Hype, Hype, hurra. Alles ist super, alles ist wunderbar. Sieh ab, wer jetzt aufgetaucht ist. Der trottlige Ritter persönlich. Wie läuft's denn so? Ich habe ein kleines Problem für dich. Siehst du die beiden Wachen da drüben? Ich weiß. Schrecklich. Wie willst du sie retten? Welche Wachen? Dankeschön, Dicebrook, auch noch für das Trinkgeld. Vielen Dank. Ich muss mich beeilen. Bitte! Welche Wachen? Ach, die beiden. Warte mal. Können wir das nicht irgendwie ausschalten? Die beiden den ganzen Tag da hängen lassen. Ist meine Reichweite nicht groß genug, oder? Kann ich da reinlaufen? Oh! Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, dankeschön fürs Trinkgeld, dankeschön fürs Trinkgeld. Nein! Ich kann sie da höchstens reinschmeißen, aber dann sind sie auch tot, wenn sie da reinfallen. Ah, hier, aber da kann ich was... Warte mal, den Strom kann ich irgendwie ausschalten. Ne, die gehen beide nur darüber, die Stromdinger, oder? Hm? Ah, nee, hier kann ich... Ah! So. Nee, nee, ich gebe nicht auf. Noch gebe ich hier nicht auf. Noch versuche ich das Ding hier zu hacken. Auch wenn ich da hier definitiv nicht richtig schnell genug bin. Dankeschön, dankeschön, Neoloki. Dankeschön, Mace Girl. So, einen haben wir auf jeden Fall schon. Den können wir hier aber durchschneiden hier, oder? Warte mal, den können wir hier durchschneiden. Einmal hier durchgeschnitten. Budfili 3! Vielen Dank für dein Follow. Ganz viele Herzen in den Chat für die anderen natürlich. So, das Problem ist, dass wir jetzt... Problem ist, dass wir jetzt da immer noch nicht... Ah, doch, jetzt können wir hier so. Das können wir jetzt auch machen, hier. Oh nein, wieso machst du es denn jetzt wieder an? Ah, wieso machst du es denn wieder an? Schneller, schneller, Batman, schneller, mach an. Mach aus, mach aus. Ach, komm, hey, Batman, doch nicht draufgehen. Ah, kann doch nicht sein. Bye, bye, Bats. Ja, war jetzt natürlich nur, um euch hier auch nochmal diese Todes-Dings hier zu zeigen. Von Harley, die cutten wir noch nicht. Mal was Neues, mal was Neues. Ich sehe schon, ihr seid ja schon wieder voll am Hypen hier, Mensch. Der Hype-Train ist real. Sieh ja, ab, wer jetzt aufgetaucht ist. Der trottlige Ritter persönlich. Ja, ja, bla, 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 bla. Wie läuft's denn so? Gar nicht gut läuft, weil du hier die ganze Zeit meine Leute umbringst. Siehst du die beiden Wachen da drüben? Ich weiß. Schrecklich. Wie willst du sie retten? Unfair, du betrügst Ben. Zeit, den Druck zu erhöhen. 2 Minuten und die Zeit läuft. Schnell. Wo kann ich mir eins von denen besorgen? So, beide ausgeschaltet. Der Strom unter Old Louis Green ist abgestellt. Sehr gut. Kannst du ihn runterholen, bevor er wieder angestellt wird? Ja, kann ich. Ewig abgestellt sein. Schneid mich los. Ja, ich hab dich schon losgeschnitten. Bitte, flieh, du Narr. Ich hab den doch drauf schon geworfen. Mach doch hinne. Du musst das Sicherheitstor zerstören. Beeil dich. Eisenmann 2005, dankeschön. Sicherheitstor zerstören. Achso, dann müssen wir wahrscheinlich auch wieder das Ding hier hacken, oder? Nehmen wir an, wir müssen das Ding hier wieder hacken. So, 20 Sekunden haben wir dafür noch. Oh, das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Hacker-Experte Drabo, auf Zeit. Oh, das ging jetzt aber schnell. Oh, jetzt geht's raus. Wir haben noch 10 Sekunden. Schnell, raus hier. Ja, flieht ihr nachher. Raus. Ich dachte, wir würden beide da drin sterben. Jetzt bist du in Sicherheit. Bist du hinter der irren Hexe her? Als wir rauskamen, sah ich, wie sie losging. Die wird nicht entkommen. Erst halte ich sie auf und dann ihren Freund. Gut. Hör zu. Ich versuche, das Belüftungssystem zum Laufen zu bringen. Wenn du sie findest, schon sie nicht. Ich bitte dich. Adriano 6288. Herzlich willkommen. So, hier nochmal ein paar Dinger hier kaputt machen. Oh, wir haben die Stufe 1 schon wieder abgeschlossen von Hype Train hier. Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank, Fleckler, für die 100 Bits. Vielen Dank dafür.
Herz in den Chat nochmal für Fleckler. So, das war ganz schön knapp hier. Gleichzeitig hier der Hype-Varial und dann hier auch noch unter Zeitdruck das alles machen. Ich sag euch, diese Druck-Varial, das ist, okay, hier können wir nochmal so ein Ding ausschalten. Wir schalten einfach alle von den Dingern aus, die wir hier so sehen. Machen wir es doch einfach so. Ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so. Nein, ein bisschen mehr so, hier so rüber. Komm, hier, nein. Ah ja, jetzt. Ja, alles im grünen Bereich. Nice. Spiele ich das blind? Ich spiele es quasi blind. Ich habe schon mal gespielt, aber es ist... Ich habe es, glaube ich, bei Release damals gespielt. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie lange das her ist. Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr erinnern. Ja, da war vorhin noch eine Begrüßung. Warte kurz, die muss ich nochmal kurz runterscrollen, weil hier so viele Benachrichtigungen gerade reinkamen und ich gerade so mitten im Kampf war. Ich habe es aber gesehen gehabt. So. Hallo und herzlich willkommen, lieber Alex. Schön, dass doch du mit dabei bist in diesem wunderbaren Stream. So, jetzt habe ich die Begrüßung auch gemacht. Ich habe es gesehen gehabt. Ich bin noch nicht dazu gekommen gewesen. So, also... Weiter geht's mit Alex und diesem Tonband. Der Name des Patienten ist Victor Zess. Für die Akten. Der Patient kommt von Dr. Cassidy, die nach dem Vorfall letzter Woche im Urlaub ist. Hallo, Victor. Setzen Sie sich. Wachen, lassen Sie uns allein. Tut mir leid, Doktor. Anweisung des Anstaltsleiters. Ich kann Sie nicht mit ihm allein lassen. Ich verstehe. Hallo, Victor. Wie fühlen Sie sich heute? Victor, ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht reden. Deprimiert! Hilft Ihnen das? Können Sie in meinen Verstand eindringen, Doktor? Wieso deprimiert? Ich denke nur über die nach, die davongekommen ist. Die ich ausgewählt hatte. Ich brauchte diese Narbe. Ich will diese Narbe! Kommt da noch was? Nö. Victor hat nichts mehr zu sagen, aber Victor hat auch genügend gesagt, um uns heute nicht schlafen zu lassen. So, Jungs, was macht ihr da Schönes? Tu mir einen Gefallen. Halt diese verrückte Zicke auf. Okay, wir werden versuchen, die liebe Harley Quinn aufzuhalten. So, mal hier weitergehen, an die Ecke rumgehen. Da waren wir schon. Der Weg ist versperrt. Die Hochsicherheitstür ist verschlossen. Das heißt, wir können nur noch da weitergehen, weil wir da gerade im anderen Raum drinne waren. Das war der Raum mit den... Warte mal, geht die Tür da wieder auf? Sind da die Explosionen... Ist da jetzt alles in die Luft geflogen oder was? Das war doch bloß wieder so eine Trappe wahrscheinlich, oder? Da ist doch garantiert wieder nichts passiert. Da oben ist eine Riddler-Trophäe. Ne, da war das doch nicht der Raum. Da ist noch jemand, der auf jeden Fall verprügelt werden möchte. Ja, ich wusste es doch. Schön. Das war auch nicht der Einzige hier, oder? Ja, momentan bin ich tatsächlich auf der Suche nach dir, Harley. So, wir haben schon wieder 10 von den Dingern hier zerstört. Schon wieder eine Riddler-Herausforderung abgeschlossen. Schon wieder ein paar Punkte sammeln können hier. So muss das sein. Du feierst mein Lego-Let's Plays. Das freut mich. So, ich soll die Karte gucken, wenn ich nicht weiß, wo ich lang muss. Oh, was denn hier für ein schöner Raum? Oh, hier hat es aber einer mit den Daten. Okay, hier sammelt jemand anscheinend Kalenderblätter. Ja, warum auch nicht? Der Weg ist versperrt, erinnert dich an etwas. An was könnte dich das... denn erinnern. Ah, ich vergesse mal scannen, das ist richtig, ja. Wir haben ein Trophäe bekommen. Querdenker. Oh, nicht so eine tolle Trophäe. Oh Gott. Aber er hat gar nichts gesagt dazu, der Riddler. Sonst sagt er mal was dazu, wenn wir irgendwelche Rätsel lösen. Komm, mach weiter. Du bist müde. Lass mich dir ein bisschen helfen. Oh nein, ich weiß schon, was jetzt kommt. Jetzt setzt sie wieder alles unter Strom, oder? Nee, nicht mal? Doch, die setzt doch gleich wieder alles unter Strom. Ich weiß es doch. Kann ich mich da oben irgendwo... Ah ja, da oben kann ich zur Not raus. Okay, erstmal den Fluchtweg suchen, wenn man hier unterwegs ist. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Muss man echt aufpassen. So, ein paar von euch nochmal erledigen. Wärmer wird's hier. Okay, die Tür ist zu. Da kommen wir nicht durch. Dann, ich schaue nochmal kurz nach oben, ob da noch irgendwas ist, aber... Nee, da ist momentan eine Ruhe. Ja, dann gehen wir. Dann würde ich sagen, gehen wir da runter. Ups, Batman. Nee, du sollst da, du sollst da rüberklettern. Genau, Batman. Du kannst ja sogar klettern. Kalenderman gibt's sogar. Oh, wieder was gelernt. So, einmal aufmachen. Wie viele Rätsel es einfach hier gibt. Es gibt einfach ungefähr. Gefühlt in jedem Raum gibt's hier ein Rätsel. Und diese kryptografischen Dinger hier werden auch viel zu oft verwendet. Ich möchte ihn benutzen, bitteschön. Warum kann ich nicht benutzen? Wieso kann ich nicht benutzen? Ah, nein, du sollst... Ah, ich habe das falsche Ding genommen gehabt, oder?
Ich hatte ihn doch ausgewählt gehabt, dachte ich, oder? Nö, offensichtlich will er ihn hier nicht benutzen, warum auch immer. Scheint ihm nicht so zu sein nach dem Benutzen. Alles klar, okay. So, halb den Sauber abgeschlossen. Danke nochmal dafür. Kann ich auch. Rumschreien kann ich auch. Das kann ich hier auch. So, aber wir wollen hier nicht rumschreien. Wir wollen eigentlich hier weitergehen. Wir wollen ja eigentlich wissen, wie es hier weitergeht. Ah. Das können wir... Nein. Andere Waffe. Nein. Das. Damit können wir das hier rausziehen. Genau. So, einmal bitte schön runterziehen. Oh. Ich glaube, nächstes Mal lassen wir da besser die Klappe zu. So. Klappe zu. Irre ausgeschaltet. Der Len ist schon wieder am Raiden hier. Hallo Len. Kann ich dich heute gar nicht raiden? Hast du heute lange gestreamt? Ich weiß nicht, ich habe heute gearbeitet, ich habe es gar nicht gesehen gehabt. Ich habe nur gesehen, dass du Ghost of Tsushima gespielt hast. Genau, einmal Herz in den Chat für den Len natürlich, wie sich das gehört. Ich gehe nochmal hier weiter wieder scannen, damit wir hier weiterkommen. So. Nein. So, ja, so funktioniert das doch. So mag ich das. Okay, dann schauen wir mal. Hier sind nochmal ein paar andere Kollegen ausgeschaltet. Oh, da vorne ist auch noch jemand, der unbedingt geboxt werden möchte. Na, komm her. Bam! Da gab es hier direkt die Faust drauf. So, nochmal ein paar schöne Gesichtsabdrücke da unten dir holen. Hast du dir verdient. Ah, du musst halt auch lange arbeiten. Du hast auch noch kurz gestreamt, okay. Kein Objekt geortet. Alles klar. So, moin an alle, die vom Länder zugekommen sind. So. Wir gehen mal da unten lang. Jetzt ist ja hier gerade der Weg freigeschaltet worden. Der Weg ist nicht mehr versperrt. Gerade eben war hier noch diese Absperrung dazwischen, aber die ist jetzt ja auf jeden Fall weg. So, ich bin immer noch Batman. Ich bin Batman. So, seht ihr? Das öffnet Türen. Die Macht öffnet Türen oder indem man sagt, man ist Batman. Oh nein, da ist schon wieder... Der Boden ist wieder Elektro... Und da ist Eis. Warum ist da Eis? Ist da Mr. Freeze? Habe ich auch einen YouTube-Kanal. Ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal mit über 4000 Videos. Einfach Ausrufezeichen YouTube in den Chat schreiben, dann kommst du da direkt hin. Da kommt er, Mr. J. Ausgezeichnet. Das überlasse ich Ihnen, meine Liebe. Schnappt ihn. Okay. Bitte kein Elektrozeug auf dem Boden. Bitte kein Elektrozeug. Ah, ich muss wahrscheinlich immer auf dem richtigen Ding sein, wo gerade kein Elektro ist, oder? Ah, ich hasse das mit dem... Das wird wehtun. Ja, das wird den Kollegen hier wehtun. Oh, ich weiß, was du meinst, was hier wehtut. Raus, Batman. Nein, hoch sollst du gehen, Batman. Nicht hoch. Boah, Batman. Mensch, stell dich doch nicht so an hier. So, jetzt kommen noch mehr von der Seite. Alles klar. Ah, jetzt ist das Ding, wo ich gerade hochgelaufen bin, ist, glaube ich, gerade angegangen. Eigentlich muss ich die Typen gar nicht besiegen. Eigentlich muss ich nur die ganze Zeit im Kreis rumlaufen und gucken, wo es gerade das Ding gerade nicht ist. So, ausgenockt. Da kommen noch mehr von euch. Alles klar. Bisschen gefährlich. Ah, der geht wieder da oben. Gut, dass wir hier stehen. Ey, ich habe den gekontert gehabt. Menno, der Konter nicht gezählt gehabt. Ah, ich habe den schon wieder gekontert. Ich drücke halt immer rechtzeitig, aber bei dem Spiel klappt das irgendwie mit dem rechtzeitig drücken nicht immer so. Da habe ich jetzt zum Beispiel relativ spät gedrückt gehabt. So, wo kommt das nächste Ding? Du bist das nächste Ding. Oh, nach oben, Batman, nach oben. Nach oben, Batman, ja. Oh, die Kollegen wollen auch nach oben. Verstehe ich gar nicht. Die Gegner wollen nicht geschockt werden, verstehe ich gar nicht. Du hast es gehasst, das hier, okay. Ja, das Problem ist, dass das mit dem Klettern ist. Gerade wenn der Gegner im Weg sind. Oh, die müssen hier überspringen. Stimmt, da war ja was. Nein, den sollst du überspringen. So, hol dir den Typen am Boden. Oh, zum Beispiel, das ist auch gemein, wenn du am Boden einen killst und dann der anderen nicht mehr kontern kannst deswegen. So. Ah, gut, sie haben sich wieder die anderen Dinger ausgesucht hier. Das ist angenehm. Oh, noch mehr von euch. So. Oh, den haben wir direkt ausgenockt hier. Hol dir den auf den Boden. Nein, kontern sollst du. Oh, das ist so nervig, wenn man nicht kontern kann. Das ist richtig nervig, wenn man nicht kontern kann, weil man gerade den anderen Typen besiegt. Und wieder nach oben, Batman. Nach oben, nicht über den drüber springen. Nach oben sollst du gehen, Batman. Nach oben, nicht über den drüber springen, Batman. Oh, Batman. Mach mir nicht fertig. So, wie ist denn, geht als nächstes hier hoch? Momentan geht hier gar nichts. Das andere auf der anderen Seite ist angegangen. Okay.
ausweichen. Boah, Batman. Wieso weichst du denn immer nicht aus, Mensch? Ist doch nicht so schwierig hier. So. Kollegen noch K.O. hauen. Und dann runter. Die wissen auch immer schon vorher, wenn es runtergeht. Die gehen ja schon runter, bevor es überhaupt anfängt. Die cheaten doch. Die haben doch an. Die wissen mehr über das Spiel als ich. So. Endlich mal Ruhe hier. Er hat's wieder geschafft. Ich glaub's nicht. Ich bin auf dem Weg. Ups. Der Plan hat sich geändert, Kindchen. Aber ich hab mein Bestes gegeben. Tut mir leid, aber der zweite geht leer aus. Du stehst leider nicht mehr auf der Partyliste. Vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück. Nein! Stirb, du große, hässliche Fledermaus! Oh nein. Aua. Hey, Hände weg von der Ware! Das ist meine Partyliste! Ruhig. Wieso steht neben einigen Namen ein Lächeln? Du bist der Detektiv, sag du es mir! Hm, clever. Damit kommen wir jetzt überein. Du wirst Mr. J nicht finden! Er ist im Geheimlabor in den Gärten und... Verdammt! Ja, ich weiß. Aber er holt mich raus! Du wirst sehen! Ja. Du wirst schon sehen. Sind diese Gitterstäbe nicht eigentlich viel zu breit? Da müsste sich doch eigentlich fast durchquetschen können, oder? Unfair, unfair! Doch. Oracle, ich bin hier fertig. Harley ist überwältigt und ich habe ihre Abdrücke. So kannst du das Geheimlabor in den Garten finden. Der Joker hat gewonnen. Ja, Harley war überall auf der Insel. Also stelle ich den Scanner so ein, dass er nur Abdrücke zeigt, die Chlorophyllspuren aufweisen. Okay, pass auf. Ich habe den Raintech-Satelliten so umgeleitet, dass er Wärmespuren auf der Insel zeigt. Die Gärten werden als sehr heiß angezeigt. Da passiert etwas Schlimmes. Ja, da passiert gerade wahrscheinlich... Was? Karte? Achso, botanisch. Jetzt müssen wir in die botanischen Gärten. Da wollte ich von die ganze Zeit hin. Poison Ivy passiert da wahrscheinlich gerade. So, hier sollen wir nochmal scannen. Kein Objekt geortet. Zustand ruhig. Hm. Kann hier leider nicht scannen. Oh, Zustand bewusstlos. Wow, hier haben wir aber einige... hier haben wir einige umgekloppt. Ah, da drüben ist das Eis. Ah. Schon wieder sowas Leichtes. Sei nicht zu stolz, Batman. Mr. Freeze. So, die Reichweite des Frequenzers soll ich verbessern. Oh, den brauchen wir? Okay, ihr habt mehr Ahnung von dem Spiel. Wenn ihr sagt, ich soll die Reichweite von dem Ding verbessern, dann verbessere ich mal die Reichweite von dem Ding. Automatische Näherzündung, Multifrequenzzünder. Nein, nein. Kryptographischer Energieverstärker, Distanzerweiterung. Ah, okay. Außerhalb seiner Reichweite können sonst unerreichbare Gebiete vordringen. Ah, okay, dann kommen wir in manche Gebiete rein, die man sonst nicht reingekommen wäre. Okay, okay, okay. War vielleicht auch nicht so eine schlechte Idee, das zu machen. Ja, Eis ist Mr. Freeze auf jeden Fall. So, oh, was haben wir denn hier noch Schönes für eine Akte? Geheime Karte haben wir hier. Eine Riddler-Karte. Geheimnis auf der Karte haben wir aufgedeckt damit. Das ist schön. Was haben wir denn für ein Geheimnis auf der Karte abge... Achso, da haben wir die allgemein, überall wo die Rätsel sind quasi vom Riddler. Die Sachen haben wir damit quasi aufgedeckt. Okay. So, ach, das hier geht's quasi dann nach oben. Okay, 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 okay. Kann Harley durchs Gitter, ja oder nein, ist gerade die Abstimmung im Chat. Also meiner Meinung nach kann sie es. Aber offensichtlich kann sie es nicht, sonst würde sie es schon machen. Aber irgendwie ist es doch auch dämlich, sie hier wieder einzusperren. Ich meine, der Joker hat gerade ungefähr die Steuerung über alles, was so in Arkham los ist, weil er immer in den Kommandozentren sitzt und dann sperrt er die da ein. Ist doch klar, dass sie da gleich wieder ausbricht. Naja. Hätte er sie mal lieber irgendwo ausgenockt und gefesselt. Das wäre, glaube ich, irgendwie sinnvoller gewesen, als sie da einzusperren, wo sie dann gleich wieder wegrennen kann. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Problem. Und dann erschaffe ich meine ganz persönliche Armee. Mache ich auch Streams zu Arkham City und Arkham 9. Das kommt darauf an, wie das hier bei euch ankommt. Wenn ihr daran Interesse habt, würde ich das auf jeden Fall noch machen. Macht auf jeden Fall Spaß, sie zu spielen hier, der Batman-Spiel. Also mit euch zusammen macht das echt Laune. Vor allem, weil ihr immer so gute Tipps habt, weil ich sonst immer die Hälfte übersehen würde. Ich scanne zum Beispiel, ich vergesse es halt einfach immer. Wenn mir dann gleich jemand schreibt, hier scannen, dann mache ich das immer sehr gerne.
Oh Gott, dieser schreckliche Schockraum hier. Schlimme Sache, schlimme Sache. So, wir glauben, wir gehen relativ geradeaus direkt jetzt Richtung Gärten, Richtung botanischer Garten. Bin ich wieder falsch gelaufen oder ist hier da? Ja, ich bin falsch gelaufen. Wir gehen nochmal außen rum. Dankeschön, Dominik, für die Bits. Vielen Dank dafür. Ne, da ist der Hauptausgang ist schon da gewesen. Oder ist hier der Hauptausgang? Oder? Ich bin gerade verwirrt. Ne, nach unten geht's doch. Ne, hier geht's. Ne, wir waren schon richtig gerade eben, oder? Ja, ich glaube, wir waren richtig. Ich sag einfach mal, wir waren richtig. Du merkst hiermit großes Interesse an. Okay, das ist schon mal gut. Dann haben wir bei. Ah, ne, da. Da ging's raus? Okay. Da ist ein Pfeil als Ausgang. Aber sind wir nicht hier reingekommen? Ich bin gerade verwirrt. Pfeil als Ausgang. Wo ist hier ein Pfeil? Ich sehe hier keinen Pfeil. Batman hängt wieder an Dingen fest hier. Pfeil als Ausgang. Ah ja doch, dann ist das doch der Ausgang. Okay, dann ist das doch der Ausgang. Habe verstanden. Aber wir sind doch von hier reingekommen. Sind wir nicht von hier aus reingekommen? Wir waren doch erst hier und sind dann nach in den Raum rein, oder nicht? Egal, wir sind auf dem richtigen Weg. So, hier schreiben schon mehrere, dass sie Interesse dran hätten, dass ich die anderen Teile spiele. Okay, das freut mich. Ey, wahnsinnigen Abwerfen hier. Weg hier mit dir. Wie kann der schreien, wenn wir ihn schon ausgenockt haben? Also die haben Fähigkeiten hier, ganz gefährlich hier. Arkham Knight ist super, okay. Ja, ich glaube, Arkham City soll auch ziemlich gut sein, oder? Reporter Jack Ryder. Jack, wir sehen, dass der Zugang zur Insel abgeriegelt wurde. Staats- und Bundespolizei besetzen die Checkpunkte. Das stimmt. Die Insel ist wirksam vom Festland abgeschnitten. Nichts kommt an oder geht ab. Erste Meldungen, die besagen, dass Batman sich auf der Insel befindet, scheinen bestätigt zu werden. Augenzeugenberichten zufolge hat der Joker nach dem Vorfall im Büro des Bürgermeisters zurück nach Arkham gebracht. Es gibt unbestätigte Berichte, dass Batman während Jokers gewagtem Ausbruch getötet wurde. Aber ich betone nochmals, das ist bisher unbestätigt. Wir melden uns bei neuen Informationen. Zurück ins Studio. Danke, Jack. Mehr darüber in Kürze. Wie Jack berichtete, wissen wir es nicht sicher. Aber es sieht so aus, als ob Batman bei einem Ausbruchsversuch getötet wurde. Bleiben Sie bei uns, um die neuesten Nachrichten zu erhalten. Jetzt zurück zum regulären Programm. Hier müssen wir laufen. Hier rum. Ah, Gott, ey. Gott, hört auf damit, irgendwo rauszulaufen, Mensch. Ist doch schlimmer wie Dead Space, wo die Viecher immer aus irgendwelchen Lüftungsschächten kommen und mich immer zu Tode erschrocken haben, ey. Dead Space, sag ich euch, ist ganz übel. Das ist eine ganz üble Geschichte. Also der erste Teil. Die anderen Teile sind dann nicht mehr so schlimm. Da bleib ich mich dann ein paar Mal erschreckt. Und ich bin eigentlich nicht so schreckhaft. Die Jumpscares, ja. So. Arkham Knight gibt's auch nervige Abschnitte. Okay, ja, gut. Es hat doch fast jedes Spiel irgendwelche nervigen Abschnitte. Öffnen? Ah, nein. Ach, das kann ich öffnen. Hab ich schon gewundert, was ich hier wieder öffnen kann. Jetzt geh wieder raus, Batman. So, raus geht's. So, du siehst 2 Sekunden und dann lagst. Dann ist leider dein Internet zu schlecht momentan. Das ist halt das Problem, weil ich noch nicht Partner bin. Da kann man die Qualität nicht runterstellen. Sobald ich Twitch-Partner bin, kann ich die Qualität runterstellen. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.